Ja, hallo, schaut mal Leute, ein Negativbeispiel, wie man es nicht tun sollte, ein Web-Online-Formular. Ich habe jetzt hier eine Checkliste angefordert bei diesem ERP-Softwarehersteller für kleine und mittelständische Unternehmen und habe alles brav schön ausgefüllt, meiner Telefonnummer alles richtig ausgefüllt, auf Checkliste losschicken, kostenlos anfordern geklickt und es hat sich nichts geändert. Zunächst. Doch es hat sich eine Sache geändert. Diese kleine Nachricht hier unten in weißer Schrift auf fast weißem, also hellgrauem Hintergrund, wie ihr hier sehen könnt. Das Formular wurde erfolgreich versendet. Also die Nachricht, die niemand wirklich lesen kann. Ja, und der einzigste sozusagen Hinweis darauf hin, dass ich meine Kontaktdaten erfolgreich hier eingegeben habe. Das ist nicht unbedingt vertrauensfördernd, meine Damen und Herren. Für ein professionelles B2B-Software-Entwicklerhaus, das doch einige Millionen Euro Umsatz bereits macht, könnte man sich doch hier eine vernünftige Danke-Seite zulegen. Ja? Oder halt überhaupt eine vernünftige sozusagen Benachrichtigung hier mal anlegen, die zwar nicht hier unterm Button hier rangebarzt ist und dann auch noch auf weißer Schrift, dass man sowieso nicht lesen kann. Ja? Also. Negativbeispiel, wie man es auf gar keinen Fall machen sollte, wenn man jetzt online Leads generieren will, Anfragen generieren und so weiter und so fort. Denn hier fragt sich ja jeder potenzielle Neukunde und jeder, der sich hier auch die Mühe macht, seine Telefonnummer, sein Unternehmen und alles Mögliche anzugeben für diese Checkliste, ja, für eine ERP-Einführung, das ist ja so schon ein Projekt, das in der Regel fünf- bis sechsstellig ist. Der hat schon wirklich einen Kundenwert. Das heißt, so ein Lead, das hier durch dieses Formular generiert wird, würde ich mal sagen, hat einen Wert von wahrscheinlich bis zu 1000 Euro oder noch mehr. Ja? Das heißt, wenn ein Neukunde ein Customer Lifetime Value hat, sagen wir mal von 100.000 Euro, ja, und selbst du nur, sagen wir mal, 1% aller Leads, ja, dann ist es schon 1000 Euro wert. Ja? Deine Conversion-Rate ist. Ne? Und von daher für so ein Lead auf jeden Fall einen besseren, ja, sichtbaren, vertrauensfördernden Online-Formular und Dankesseite erstellen. Wenn du jetzt, wenn man noch grundsätzlich fragen, ja, wenn du jetzt grundsätzlich Fragen hast, du bist auch aus der IT-Branche, Softwareentwickler, ganz speziell, ich bin, wie gesagt, ich bin Experte für die Neukundengewinnung und Skalierung und Positionierung in der IT-Branche und dann melde dich einfach hier unten, findest du irgendwo einen Link, kannst dich gerne auf einem kostenlosen Gespräch bei mir eintragen. Ich freue mich auf dich, dein Thomas Klein. Bis dahin.